Hi zusammen, ich bin Anita. Ich mache Videos über Passerellen. Ich habe mal ein mega langes Video gemacht und habe dann beschlossen, dass ich einzelne Videos oder einzelne Prüfungen mache. Einfach für die Leute, für die es zu lang ist, beziehungsweise zum Teil noch neue Informationen. Also ja, und ich schaue einmal auf mein Handy, weil ich mir dann noch ein paar Sachen notiert habe. Okay, also heute geht es um Geschichte und Geo. Bevor ich darüber rede, einfach nochmal kurz meine Noten. Ich zeige das in jedem Video, einfach dass die Leute wissen, ja, was es ist. Okay, also ich habe in Geografie ein 4,1 und in Geschichte ein 3,6 gehabt. Das gibt dann zusammen ein 4er. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Bei Geistes- und Sozialwissenschaft, also Geo und Geschichte, und bei Naturwissenschaften sind die einzelnen Noten zuerst auf Zettel gerundet und dann, wenn man all die zusammen nimmt, dann auf eine halbe Note, also wie die anderen Fächer auch. Wir haben zuerst Geschichtsprüfung gehabt, weil man dort einfach mega verschieben muss. Ich glaube, wegen dem haben sie gedacht, dass es besser wäre, keine Ahnung. Ah, genau, die sind am gleichen Tag, also Geo und Geschichte sind am gleichen Tag. Und am nächsten Tag haben wir dann Bio, Chemie und Physik auch alles hintereinander. Einfach 15 Minuten Pause dazwischen. Mega cool. Nö. Ja, also fange ich zuerst mit Geschichte an. Also ich persönlich habe Geschichte interessanter gefunden als Geo, aber ich bin schlechter gewesen und dafür gibt es auch einen Grund. Also Geschichte ist einfach mega viel. Wirklich mega viel. Also klar, zum Teil kennt ihr gewisse Sachen schon von der Schule. Aber es kommt einfach auch noch viel dazu. Und auch viel noch Schweizer Geschichte, die ich persönlich halt nicht so spannend gefunden habe. Das heisst, ja, wir müssen einfach dranbleiben mit Lesen. Also wir haben sehr viel von diesen Akkordheften. Wirklich dranbleiben mit Lesen. Ich würde mir auch anfangen, Notizen zu machen, weil ich das erst am Schluss probiert zu machen. Es ist nicht so gut gekommen. Einfach die Stichwörter. Die wichtigen Stichwörter, dass ihr wisst, um was es geht. Weil es geht auch darum, dass ihr die Zusammenhänge versteht. Und halt auch wichtige Jahreszahlen. Ich meine, klar, irgendwie, wenn welcher Krieg war, etc. Weil, wenn ihr an der Prüfung bekommt, ihr irgendwie entweder eine Textquelle oder eine Bildquelle, vielleicht eine Karikatur, so Sachen. Ihr wisst schon einmal, wie die Jahreszahl und von dem könnt ihr eigentlich schon viel ableiten, wenn ihr ungefähr wissen, was wenn passiert ist. Ja, genau, es sind 6 Aufgaben, 2 davon der Schweizer Geschichte. Ich glaube, es wird irgendwie aufgeteilt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 2 vor dem Zweiten Weltkrieg, 2 nach dem Zweiten Weltkrieg oder irgend so etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es wird irgendwie so aufgeteilt. Ja, also dort lohnt es sich eben nachzuarbeiten, wirklich das Zeug zu lesen, Notizen zu machen. Das ist wirklich so eins von diesen Fächern, wo es einfach sehr, sehr, sehr viele Informationen sind. Und an der Prüfung müsst ihr einfach alles aufschreiben, was ihr dazu wisst. Und ich muss ehrlich sein, so die Zeit längt nicht wirklich. Ihr müsst wirklich sehr schnell schreiben und denken. Und ich habe es extrem schwer gefunden, weil euer Wissen muss einfach da sein. Und ja, klar, ihr könnt es auch ein bisschen aufteilen, weil ja, eben, wie schon gesagt, die Schweizer Geschichte war jetzt nicht so mies gewesen. Ich glaube, es ist einfach sehr viel Zeit, die man dort investiert, wenn ihr wirklich gut sein wollt. Also, ja, ich würde mir das überlegen. Klar, es gibt viele Videos, Dokumentarfilme. Also, Geschichte ist logisch. Also, ihr findet viele Informationen auch online zum Teil. Also unser Lehrer hat auch in der Präsentation zum Teil gewisse YouTube-Links kam, das war hilfreich. Natürlich, was ich empfehlen kann, ist einfach der YouTube-Channel Mr. Wissen to Go. Also ich glaube, er macht die besten Geschichtsvideos. Also letztes Jahr hat er nicht mehr so viel gemacht, aber einfach die, die er mal gemacht hat, sind wirklich gut. Ich verlinke seinen Kanal unten. Dann natürlich, ich rede jetzt mal über The Simple Club, einen YouTube-Kanal, also jetzt spezifisch The Simple History, wo auch gute Videos macht. Jetzt haben sie mehr, also zu meiner Zeit haben sie noch nicht so viel gemacht, weil sie, glaube ich, noch nicht so lange dabei waren, also noch nicht so lange Geschichtsvideos gemacht haben. Und halt eben auf ihrer Seite, ich glaube, es ist SimpleClub.de oder so, ich verlinke alles unten.
habe ich auch schon mehrmals erwähnt, ihr könnt die Seite, glaube ich, 7 Tage oder so gratis testen und habt dort auch viele Videos, Quizzes, so Sachen. Also wirklich genial. Sonst habe ich noch einen Channel gefunden, wo eigentlich nur um den Erstwerkung geht, aber ihr könnt euch gleich helfen. Ja gut, es gibt nicht wirklich viel mehr dazu zu sagen, einfach wenn ihr beim Unterricht seid und Probeprüfungen schreibt, dann lernt ihr das auch wirklich, wie man etwas so Quellen angeht, wie man so eine Frage löst. Aber ganz im Ernst, das ist zum Teil wirklich auch Glückssache, ob ihr, wenn ihr jetzt eine Quelle oder ein Bild so seht, wirklich versteht, was ihr jetzt so schreiben solltet. Also zum Teil, ja. Das war einfach schwer gewesen, einfach weil man wie nicht weiss, was auf einen zukommt. Genau. Genau, kommen wir zu der Geografie. Geografie habe ich eigentlich nicht schlecht gefunden in dem Sinn, weil auch das, was wir am Anfang hatten mit Vulkan, Plattentektonik und so, habe ich noch spannend gefunden. Klima war nicht so mein Ding, wobei zum Teil hast Formeln gehabt dort. Und ich finde das noch ziemlich gut, wenn du irgendwie Formeln hast, dann musst du nur auswendig lernen, dann kannst du gewisse Aufgaben lösen. Das finde ich immer gut. Mit Demografie und so, nachher bei Raum, ist es Raumgeografie? Ich kenne den Namen von diesen Modulen nicht mehr so ganz. Aber gewisse Sachen sind interessant gewesen, gewisse Sachen haben mich nicht so interessiert. Aber ich bin überrascht, dass ich dort einen 4,1 hatte, weil ich war sonst immer mega schlecht in der Geografie. Was mega wichtig ist, ich habe das beim anderen Video nicht gezeigt, ist der Atlas. Wir haben so Zettel dafür drin tun. Jemand, der auch Prüfungen gemacht, jetzt im Sommer gemacht hat, beziehungsweise noch macht, hat gesagt, dass man bei ihr keine Zettel drin tun darf. Ja, also ich ist das nicht schlimm. Also ich, das habe ich letztes Mal eben im langen Video auch gesagt, ihr müsst den Atlas gut anschauen. Wenn ihr Zettel drin dürfen, ist natürlich super. Ah, okay, also diese Seite hat mir an der Prüfung extrem geholfen. Ich glaube, ihr habt nicht mehr, das ist der alte Atlas, ich glaube, ihr habt den neuen Atlas, aber falls ihr per Zufall den Atlas habt, wenn ihr auf Seite 16, nicht mehr in der Schweiz, typische Wetterlagen heisst das, und es würde wirklich die, eben, ich versuche das zu zeigen, die typische Wetterlagen beschreiben, also irgendwie Föhnlage im Alpenraum, Westwindlage in West- und Mitteleuropa, Staulage auf der Alpen-Nordseite, bla bla bla. Und das ist wirklich an der Prüfung so ein Ding, so ein ähnliches Bild halt. Und ich sehe einfach die Winde etc. Und jetzt sind eben so Fragen gestanden, was ist das für eine Wetterlage? Und dann habe ich das einfach können abschreiben. Und ich weiß, es ist eine Staulage auf der Alpen-Nordseite oder irgendwo. Und jetzt steht wirklich zuvorkühle Luftmassen aus dem Nordseeraum mit Nordwest- bis Nordströmung, staude Luft am Alpen-Nordhang mit Niederschlägen. Und bei dieser Aufgabe war eben die Frage, wie ist es am Alpen-Nordhang? Dann kannst du einfach können schreiben, so ja, eben, es hat also staude Luft und Niederschläge und was auch immer. Und dann war auch noch die Frage, so wie es im Tessin, und dort ist auch noch gestanden, Nordföhn im Tessin, nachher Klammer, relativ warm, trocken, sonnig. Also das konnte ich 1:1 abschreiben. Also ich nehme an, dass es korrekt war. Ich meine, ich konnte meine Briefe nicht anschauen. Aber ja, ich meine, so Sachen sind natürlich cool. Ja, also ich meine, so viel gibt es von nicht, was mir geholfen hat, ehrlich gesagt. Ja, okay, zum Teil finden wir Sachen über Tektonik. Da ganz hinten habe ich noch irgendwie Aufbau von der Erde. Natürlich im Sachregister findet ihr zum Teil auch interessant. Ich glaube, es für Vulkan, verschiedene Vulkane, hat zum Beispiel Beispiel. Also Seiten, wo ihr ein Beispiel findet. Zum Teil, ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, da glaube ich schon, ja, irgendwie, wo findet man einen Schichtvulkan oder so, irgendwie ein Beispiel, keine Ahnung. Da könnt ihr jetzt eventuell nachschauen. Ja, also ich würde mir den Atlas wirklich, ich würde jede Seite anschauen. Einfach früh genug anschauen, wenn ihr Zettel drin machen könnt, umso besser. Ja, also Geografie eben. Ja, gibt es auch The Simple Geography, auch von The Simple Club, ein YouTube-Channel, beziehungsweise auf ihrer Website haben sie auch Informationen dazu. Und ja, auch klar, bei der Geografie findet ihr viele Videos und Dokumentarfilme. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, falls eine spezifische Frage habe. Ich habe das Gefühl, eben bei so Fächern, wo ich nicht jetzt mega gut war, weiß ich wie nicht, wie ich euch am besten helfen kann. Falls ihr noch Fragen habt oder so,
beantworte ich gerne. Und auch sorry, dass das Video so spät kommt. Mir ist meine Kamera in der Ferien geklaut worden. Und bis ich das mit der Versicherung und so geklärt habe, ja, ist es ein bisschen länger gegangen. Auf jeden Fall tut es mir leid, aber für die, die jetzt schon Prüfungen hatten, also klar, ich meine, die Informationen sind auch mehr oder weniger im langen Video gewesen. Und für die, die jetzt erst anfangen, ja, hoffentlich bringt es auch etwas. Aber wie schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, ja, beantworte ich die gerne. Okay, also in dem Fall, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Merci fürs Zuschauen. Tschüss!